Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement Guide Video präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, das wir einmal unterkunden und dann Dracheninseln finden. Und dort haben wir den Erfolg eine neue Perspektive und dafür müssen wir Folgendes machen. Macht an allen unten aufgelisteten Aussichten in Traldrassos Bilder mit der Selfie-Kamera. Was ist die Selfie-Kamera? Und zwar, das ist ein Spielzeug. Das habt ihr, wenn ihr es denn gesammelt habt, hier unter den Spielzeugen drin. Übrigens, das schreibt man mit so Punkten auseinander. Also nicht Selfie-Kamera schreiben, sondern S. E. und so weiter. Ne? Ihr seht, wie man es hier geschrieben wird. Die Kamera konnte man sich, glaube ich, damals in Warlords of Draenor irgendwie basteln. Habe ich auch einen Toy Guide zu gebastelt. Also falls ihr den nicht habt, schaut da vielleicht einmal vorher rein. Gut, jetzt habt ihr euch die Kamera hoffentlich schon geholt oder hattet die schon. Und damit müssen wir jetzt einmal lostigern. Und da müssen wir an verschiedenen Punkten in Taldrassos halt Bilder machen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stück. Und den ersten, den wir machen, ist hier der Sitz der Aspekte. Heißt, wir befinden uns einmal hier in der Hauptstadt. Und wenn ihr dann die Hauptstadt Waldraken reinklickt, so, dann sind wir hier genau in der Mitte auf den Koordinaten 58, 38. Jetzt packen wir unsere Kamera aus. Und dann drücken wir einfach ab. Schön muss es nicht sein, das Bild. Und das hat irgendwie nicht geklappt, heißt, wir müssen irgendwo anders hingehen. Schauen wir mal. Gehen wir vielleicht mal ein bisschen hier hinter. Nee, will nicht. Vielleicht müssen wir andersrum machen. Ah, jetzt hat es geklappt, habt ihr gesehen? Sitz der Aspekte. Keine Ahnung, warum das jetzt hier ging und da hinten nicht, aber jetzt hat es auf jeden Fall geklappt und damit haben wir auch schon den ersten Spot. So, da der nächste Spot, den wir brauchen, ist die Portalkammer. Und jetzt sind wir quasi an den gleichen Koordinaten, bloß nicht mehr oben auf der Spitze, sondern unten. Und wenn wir dann hier reingehen und quasi von den Portalen hier ein Bild machen, also hier rechts, links ein bisschen drehen, dann seht ihr, haben wir die Portalkammer von Waldraken quasi auch abgehakt und dann können wir weiterziehen. Dann befinden wir uns am nächsten Spot und zwar sind wir jetzt hier oben auf den Koordinaten 39, 71. Und dort haben wir dann die Kaskaden. Da gehen wir jetzt einfach hier bei diesem Plateau und machen von diesem starken Typen, der diese, ich weiß nicht, ob das Hanteln sein sollen oder ob das Fässer sind, ein Bild. Und dann haben wir die Kaskaden einmal auch abgehakt. Ich zeige es nochmal auf der Map. Also hier oben bei der Brücke in der Nähe, hier bei diesem bei dieser Plattform, das sind die Kaskaden. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar habe ich jetzt hier lang rumgesucht. Wir sind jetzt hier auf den Koordinaten 48, 66 und dort sind die Schattenklippen. Die Kacke ist aber, ihr müsst genau in diesem Wasserfall stehen und euch dann quasi vom Wasserfall wegdrehen, so wie ich jetzt gerade stehe und dann so das Bild einmal machen und dann habt ihr hier einmal die Schattenklippen auch abgeschlossen. Es ist echt blöd zu sehen, ich sag's euch. Also ich war jetzt die ganze Zeit oben, hinten, unten rum, habe überall versucht, das Bild zu machen, aber genau hier geht's und sonst tatsächlich nirgends. Also ich zeige es nochmal. Hier sind die Schattenklippen, 48, 60 und da müsst ihr quasi das Bild am Wasserfall machen, sonst funktioniert das nicht. Dann befinden wir uns am nächsten Spot und zwar sind wir jetzt hier oben bei den Koordinaten 55, 72 und hier auf dem Weg ist das Ganze, aber nicht unten am Weg, sondern hier oben. Also ihr seht, hier unten führt der Weg entlang und hier oben müssen wir stehen und wir müssen uns hier zu diesem Sand irgendwas Gebäude hindrehen und dann die Selfie-Kamera anschalten, quasi das Gebäude mit drauf haben, Zeitfluss steht hier oben, dann hier ein paar Bilder machen und dann haben wir einmal auch den Zeitfluss abgehackt. Ich zeige es nochmal auf der Map, also hier stehen wir gerade, 55, 72. Dann sind wir hier am nächsten Spot und zwar auf den Koordinaten 68, 58. Das ist hier bei der Raid-Instanz, Gewölbe der Inkarnation. Und das müssen wir auch fotografieren. Ich hatte jetzt hier gerade schon ein paar Bilder gemacht gehabt. Quasi so einmal von dem Dungeon. Das Komische ist, es hat bei mir erst gezählt, als ich so ein bisschen seitlich das gemacht habe. Also hier das nur noch so ganz seitlich drauf und mich schon fast gegen die Wand gedreht. Da hat das dann gezählt und dann haben wir auch einmal das Gewölbe der Inkarnation abgehakt. Am nächsten Spot sind wir jetzt angekommen und zwar sind wir jetzt hier bei Türhold, ganz vorne an der Spitze bei 57, 58. Und wenn wir hier quasi stehen, dann können wir die Kamera anschmeißen, ein bisschen nach oben und einmal Türhold mit drauf und dann ist auch einmal Türhold mit abgehakt. Vielleicht müsst ihr ein bisschen probieren, wenn wir jetzt auch ein paar Tries gedauert, ein bisschen drehen und dann klappt das eigentlich ganz gut. Also hier 56, 57, 58, irgendwie so mit dem Dreh rum.
Da sind wir in etwa. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar bin ich jetzt hier unten bei den Koordinaten 46, 59 hier auf dem Weg. Und da wollen wir jetzt hier hinten das Aquädukt einmal fotografieren. Das ist das Türhult Reservoir, ist es, glaube ich. Das habe ich jetzt gerade schon einmal fotografiert. Und da unten haben wir das Türhult Reservoir. Und das findet ihr, indem ihr quasi so ein bisschen zu dem Reservoir guckt, einfach so ein bisschen hin und her die Fotos macht. Und dann klappt das eigentlich ganz gut. Nochmal auf der Map, also hier auf dem Weg 46, 58. Dann sind wir auf dem nächsten Spot und zwar hier oben bei den Koordinaten 39, 46. Und da müssen wir hier dieses Bad einmal fotografieren. Welches war es? Bad der ruhigen Träume, das ist da unten, das hier. Und wenn ihr hier oben steht und eure Selfie-Kamera aufbaut und quasi in die Richtung hier runter fotografiert, so in etwa, dann kriegt ihr das Bad hier auch einmal gezählt. Also nochmal auf der Map, hier oben Koordinaten 39, 46 und dann einfach hier runter fotografieren. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar befinde ich mich jetzt hier auf dem Koordinaten 50, 40, Akademie von Al-Ghitar. Und die müssen wir auch fotografieren, und zwar den Hof, der da unten ist. Und ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wo das war. Unten konnte ich es nicht fotografieren. Ich habe mich jetzt hier oben an den Rand gestellt und einfach wie so ein Blöder hier die Kamera gedrückt. Bin auch vorhin runtergeflogen, ehrlich gesagt, als ich zu nah am Rand war. Und das hat dann irgendwann hier gezählt. Also ihr müsst wahrscheinlich ein bisschen rumdrehen, hier ein bisschen oben am Turm euch postieren und dann ein paar Bilder machen, dann zählt es tatsächlich auch. War bei mir aber jetzt eben auch tatsächlich tricky und das ist quasi der Hof, den man braucht. Aber es zählt anscheinend nur hier von dem Turm oben tatsächlich. Also nochmal die Koordinaten, hier oben 49, 40. Und dann haben wir jetzt nur noch einen letzten Spot. Da schauen wir jetzt noch hin. Dann sind wir am letzten Spot und zwar das verhüllte Ostuarium. Und das müsste jetzt hier auf der Brücke sein. Wir sind einmal hier oben auf den Koordinaten 63, 14. Und mir wurde auch gerade im Stream schon gesagt, die perfekte Position für die Achievement-Selfies sieht man durch diesen Lichtschein. Seht ihr diesen lila Lichtschein? Den habe ich jetzt vorhin die ganze Zeit ignoriert. Aber anscheinend stimmt das jetzt auch nicht so ganz. Bewegen wir uns vor, zurück. Ah, hier habt ihr gesehen. Also manchmal ist es halt echt ein bisschen tricky. Und da ploppt dann auch schon das Achievement auf. Und damit haben wir alle Selfies hier in Valdrakken abgeschlossen, beziehungsweise in Taldrassos. Und ja, damit sind wir durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet jetzt mit den Positionen was anfangen und dementsprechend die Selfies schnell machen. Wenn ihr Probleme habt, lauft einfach ein bisschen hin und her auf den Positionen. Es ist teilweise eine Millimeterarbeit und dieser Tipp, den ich jetzt auch erst gekriegt habe, mit diesen Lichtern, die ich auch nicht gesehen hatte, der ist vielleicht auch Gold für euch wert und könnt dann dementsprechend damit auch das ein oder andere Bildchen schießen. Ich verabschiede mich an der Stelle, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Achievement Guide. Euer Tela, bis dahin, ciao.